Hallo, herzlich willkommen Hallo. Auf Game Center VS. Ja, ich bin der Gresche und das ist Bibi. Jawohl. Und zwar, wir sind ja hier der Videospiele-Laden. Ja, und kaufen Sachen von den Kunden, verkaufen Sachen an die Kunden. Also wir haben neue und gebrauchte Videospiele. Und in der Folge zeigen wir euch heute, wie wir Sachen von den Kunden ankaufen, die uns Sachen quasi zuschicken, die nicht Möglichkeit haben, herzukommen und irgendwie was hier abzudealen, quasi an der Theke, wie ihr das von YouTube kennt, diese Thekendeals. Sondern wir haben jetzt auch diese, ja, das ein bisschen so ins Leben gerufen, dass die Leute uns einfach Sachen zusenden. Ich kann euch versprechen, gell, Vivian, heute ist geiler Stuff, oder? Heute ist Uff. Uff-Tag. Heute ist Uff-Tag. Ja, wir haben ein bisschen geflext schon auf Twitch. Also ihr findet uns auch auf Twitch, Livestreaming, Game Center VS. Da streamen wir live jeden Tag hier aus dem Laden, machen Auktionen, Deals, Verkauf. Ist mega geile Community, würden wir uns freuen, wenn ihr da mal dazustoßen würdet. Und bla 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 bla, ne? Wir fangen jetzt mal an, seid gespannt. Also ich kann euch versprechen, es wird richtig cool. Das sind ja auch 7 Pakete oder so. Boah, 7 Pakete. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, auf jeden Fall. Also es wird eine lange Folge. Ich denke, wir werden mit einer halben Stunde nicht hinkommen, weil ich weiß, dass ein Paket, Adresse weg, ein Paket schon heftig groß ist. Und da mega viel geilen Stuff drin ist, den nutzen wir natürlich jetzt für die Auktion, das haben wir ja so vereinbart mit der Community. So Vivian, jetzt gucken wir mal, was sind da drin. Okay, oh, okay. Okay, Brief ist auch drin. So, machen wir einfach mal raus hier. Dann können wir den hässlichen Karton wegnehmen, den Zettel. Genau, die können wir vielleicht, ja, ist egal. Genau. So, ich stimme es immer so lange so hin. Schon alles menschlich, was wir hier machen. So, hier ging es um Online-Ankauf. Die Summe war, könnten wir dafür 2,45 machen. Der Herr war auch schon mal da, aber er hat gemeint, jetzt diesmal mit dem Verschicken wäre einfacher, wie nochmal herfahren. Okay, genau. Also wie gesagt, die PlayStation 4 in Silber, 500 GB, zwei Controller. Sieht sehr, sehr gepflegt aus, wie man sieht. Die können wir auch dann nachher irgendwo stehen lassen, oder auch nicht? Hinstellen. Nee, dann haben wir wieder hier keinen Platz. Dann war für die PS4 dabei Shadow of Colossus und Battlefield 1. Und ein original verpacktes God of War Remastered war noch dabei. Sealed nennt man das heute in der Umgangssprache. Dann Paper Mario für die Switch auch noch original verpackt und nochmal 3 Xbox One Spiele. Need for Speed Payback und Rivals und Tony Hawk. Das war dabei. Ihr könnt ja immer kommentieren bei den YouTube-Videos, bei den Unboxing, wie ihr was findet, ob die Preise gerechtfertigt sind. Klar, ihr wisst ja selber, wir sind Reseller, ich habe einen Laden, ich habe Unkosten, ich muss ja Gewinne machen. Das ist ja eigentlich ein Ziel jedes Unternehmen, egal was er verkauft. Ja? Das heißt, wir müssen auch Garantie geben als gewerblicher Händler ein Jahr auf die Konsolen oder sonstiges. Also klar, können die Leute das selber verkaufen auf eBay, eBay Kleinanzeigen, kriegen sie auch mehr dafür. Das ist denen allen bewusst, aber die wollen uns halt einfach hier auch die Möglichkeit geben, was zu verdienen. Die möchten es einfach loswerden, weil für die ist das nicht so wichtig. Ich denke, der Deal war mehr wie fair, weil PS4 aktuell ist schwer zu bekommen. Und noch die Farbe. Und dann noch die Farbe. Und 2 Controller. Weil Sony hat jetzt auch was so gesagt, PS5 aktuell ganz, ganz schlecht. Die versuchen jetzt wieder PlayStation 4 zu produzieren. Ne? So, 2,45. Also wie gesagt, bitte kommentiert einfach die Ankäufe, wenn ihr Bock habt. Mein Messer ist hier, okay. Was Kleines? Ich weiß nicht, was ist da drin. Ist egal, machen wir was Kleines. Und danach machen wir ein heftiges Paket. Danach machen wir einen richtig fette Ausbeute. So, ich habe das immer noch mal ein bisschen zugeklebt wegen den Adressen. Also nicht wundern. Ich weiß auch gar nicht, was da drin ist. Ich weiß auch nicht. Du hast ja besprochen, lass das Paket zukommen. 26, genau, da haben wir mit WhatsApp gesprochen. Ach, der, stimmt, ja. Der 26 mal dieses Spiel hier, PlayStation 4, Long Journey Home. Und zwar, das hat er irgendwie als Restposten mal gekauft und hat er gesagt, ob wir uns da irgendwie zwischen 5 und 7 Euro einigen können. Haben wir für 6 Euro das Stück abgekauft? Stimmt ja. Das, oder? Ja, 6 Euro. Also wie gesagt, 26 mal das gleiche. Ist egal. Kriegen wir los.
werden wir dann gleich mal in Twitch hier auktionieren oder verkaufen. Dann haben wir das Paket Nummer 2. Nehmen wir das zerbrechliche. Jetzt, ich muss das tragen, wie wird das schwer? Da kriegst du ja noch ein Leistenbruch. Ah, das ist schon nicht schwer. Ach, das? Ich dachte, du nimmst. Ach so, nein, ist egal, wir können das auch nehmen. Ja, das ist doch auch heftig. Leute, ja, FC Bayern München, ne? Ihr wisst Bescheid. Ne? Jetzt geht's los. Jetzt kommt bestimmt Hunger gleich. Ja, wenn wir halt viele aus da oben haben, ne, aus Dortmund, dann gehen. Also ich weiß ja, was drin ist, weil das haben wir ja schon. Ich laufe lieber mal weg. Liebe, oh, die ist so schwer. Na, was meint ihr, was das ist, Leute? Das ist die 20 Jahre PlayStation 4 in Folie sealed. Ja, hammergeiles Stück. Damals. Nee, alles gut. Jemand meinte, da gibt es irgendwie so eine Nummer drauf. Deswegen dachte ich, guck mal danach. Original Cray. Hammer Teil sealed. Ja, das ist unsere zweite, die wir aktuell haben. Ich habe noch eine eigene. Da kann ich zum Preis noch nichts sagen. Da sind wir noch am Verhandeln. Der weiß noch nicht ganz genau. Er hat gesagt, er schickt es erstmal her. Aber wir haben, weiß ich nicht, also es wird so um die 2K sein. Oder knapp 2K. Aber ja, kann man nicht meckern, wa? Hat man schon lange nicht gesehen, ne? So, vor allen Dingen vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns so vertraut und das Zeug einfach herschickt. Und ja, das ist schon Hammer. Mhm. So, jetzt muss ich, das Paket ist saumäßig schwer. Ja. Achso, ja, das da. Also hier kann ich euch garantieren, Leute. Hier können wir euch garantieren. Ich weiß nicht, sollen wir das wegmachen? Ja, ich glaube, wir brauchen den Platz. Das stört irgendwie, die können wir im Hintergrund stellen. Ja, mache ich in der Zeit mal auf. Da ist echt richtig toller Stuff drin, vor allen Dingen für die Auktionen. Das haben wir auch schon, also das Paket hatten wir schon auf Twitch, weil die Leute einfach mal sehen wollten, live, was da so drin ist. Also mal so, also wir werden mal auch mal vielleicht ein Live-Unboxing machen, das wir vielleicht auch auf Twitch, ja. Also mal live unboxen, nicht so über YouTube, sondern live, könnte man sich mal überlegen. So, hier, das wird jetzt eine längere Geschichte. Wolfenstein, Steelbook, Final Fantasy für die PlayStation 2. Es war ein Sammler. Also ich kann euch garantieren, die Anleitung von die Sachen sind echt Hammer. Hier Final Fantasy 12 für den DS zum Beispiel. Ne? Dann Soul Calibur 3 für die PS2. Ja, ja, es wird noch gut, Leute. Irgend so ein 3DS-Ladekabel hat er auch noch reingelegt. Auch immer gut. Auch immer gut, gell. Kann man gebrauchen. Breath of Fire für den Game Boy Advance. Das ist wieder. Da brauche ich eine halbe Stunde zum Öffnen. Macht immer. Das hier können wir nicht zeigen. So, Mortal Kombat für die Xbox One. Ja, ihr würdet jetzt fragen, hey, Crash hat gesagt, da ist voll geile Sachen drin. Ja, Moment, das kommt noch. Pirates für die allererste Xbox. Also Zustände sind tadellos, wir haben das schon geprüft. So, Vivian hat endlich hier das geöffnet, Breath of Fire. Für den Game Boy Advance, das ist eigentlich ein guter Titel. Kann man nicht meckern, wa? Shadow Hearts für die PS2. Metal Gear 2 für die PS2. So, dann hat er mir so die ganzen Schuber reingestellt. Das sind halt so Schuber für die Spiele. Die hat er wohl über, aber das stört ja nicht. Das nehme ich ja gerne kann an. Auch gebrauchen. Dann Witcher-Schuber noch. So, jetzt gucken wir mal. The Mark of Kree. PlayStation 2. God of War 2. Mortal Kombat, nochmal Mortal Kombat. Also wie gesagt, sind alles Sammlerstücke, also schöne Sachen. Aber es wird gut. Tales of Xillia 2. Da haben schon ein paar geschrien nach dem Spiel, das ist ein Steelbook. Das ist wirklich was Schönes. Ja. Dann holen wir das fette 4 raus und zwar hier Bioshock. Die Collector's Edition für die Xbox 360. Kompletter tadelloser Zustand mit Steelbook. Wird richtig gut gehandelt, haben wir gesehen. So 250, 300 Euro, glaube ich, mittlerweile. Aber da hatten wir doch auch schon Anfragen, oder? Für? Da hatten wir auch schon Anfragen, genau. Halo Reach, auch die schöne Limited Edition. Kann man auch nicht meckern, wa?
Also hier ist einiges an Stuff drin. Wir haben hier Breath of Fire 3 für die PlayStation 1. Also ich kann euch garantieren, das war ein Sammler. Weil das sieht man von den Zuständen, die Anleitungen, alles sauber. Die Cover tipptopp. Also super. Hier Front Mission 3, relativ selten. Dragon Ball für den DS, auch cool. Ja. Splinter Cell, Steelbook. Da werden sich fragen, viele fragen, was habt ihr mit euren Steelbooks? Dead Rising 4 Steelbook. Ich weiß gar nicht, das ist nur Steelbook, gell? Mhm. Metal Gear Rising Steelbook. Virtual Fighter für die PS2. Metal Gear 3. Komplett im Steelbook. Ja. Ring of Red PlayStation 2. Dragon Quest PlayStation 2. Yu-Gi-Oh! PlayStation 2. Hier haben wir wieder was Schönes und ein Street Fighter Alpha Anthology für die PlayStation 2. Das ist jetzt hier so ein bisschen. Ja, da kann man nicht meckern, wa? Prey Steelbook. Prey, auch cool. Habe ich noch nie gehabt. Dirt Rally Steelbook. So, jetzt hier geht schon los. Suikoden 5 PlayStation 2. Super schöner Zustand. Heute Abend Auktion. Also, donnerstags ist eigentlich so der feste Tag, wo wir auf Twitch auf jeden Fall Auktion haben. Das wird heute Abend auktioniert, weil wir haben heute Donnerstag, wo jetzt das abgedreht wird. Hier PlayStation 2 Tales of Grace. Schön mit Schuber. Ist komplett. Natürlich GTA für die Xbox, GTA 3 und Vice City, super Zustand, da habe ich auch schon, ich weiß schon, wer hier voll hyped, Kingdom Dom für die Xbox, Tales of Xillia, One Edition, das ist die D1 Edition, auch wieder in dem schönen Pappschuber hier, es nimmt kein Ende, Leute, Final Fantasy 12 X2, auch im Steelbook drin, wunderschön. Haben wir jetzt die Hälfte, oder? Die Hälfte, ja. Eben das, auch schönes Steelbook. So. Ich weiß gar nicht mehr, was hier abgeht. So, Last of Us, die Special Edition ist leider nicht komplett. Da fehlt das Spiel. Aber das haben wir ja. Dead or Alive 6 Steelbook für die Xbox One. Gut, die Xbox One Spiele muss man jetzt sagen. Hier, Black Flag. Dead Rising 4, Metal Gear 5, Diablo, was haben wir denn noch? Battlefield 4, die sind jetzt nicht so der Burner. Ja, dann so, jetzt kommen wieder zwei Games, die darf ich euch nicht zeigen oder nicht bewerben. Die bleiben mal da, wo sie sind. So, hier, Tales of Symphonia, auch GameCube, richtig toller Zustand, mega, mega. Man merkt, dass es vom Sammler kommt. Sehr, sehr, sehr schön. Also wie gesagt, ich finde das Paket ist mega. Hier Final Fantasy, auch die schöne Edition für die Xbox. Tomb Raider für die 360, auch diese Special Edition. So, dann haben wir Tales of Symphonia, Chronicles, auch wieder für die PS3. Dann haben wir hier nochmal ein Steelbook mit Spiel, Tales of Xillia, Pinky Winky Dinky, ne? Das wie der Donutladen, die gleiche Farbe irgendwie. Stimmt. Da sind wieder zwei Games, die möchte ich nicht bewerben. So, Shadowhearts. Was ist mit dem eigentlich, weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Dann lassen wir das auch lieber mal kurz weg. So, ich glaube, das andere haben wir. Hier, Star Ocean, PlayStation 2, auch hammergeil, oder? Castlevania 2 Steelbook, Leute. Habe ich noch nie gesehen. Das ist auch ein bisschen rar, oder? Das nächste Paket macht Vivian. So. Dragon Quest, der Quartier. Breath of Fire. Da kommen noch einige Pakete. Da kommen noch einige. GTA, Vice City, PS2. Final Fantasy Teile. PlayStation 2, aber wie gesagt, das ist jetzt, ja, ist trotzdem gut. Sind auch schöne Titel, weil super Zustand. Suikoden 5, auch super. So, oder ist das 4? 4. 4. Ja. Disc Eat. Disc J, das muss ich erstmal lesen können, ich kann es nicht. Egal, ist selten, Teil 2, weiß ich auf jeden Fall.
Batman 3, Marvel Super Squad, Diablo 3, dann haben wir nochmal ein Diablo 3, ein Gran Turismo 5, ein Killzone 3 und ein Metal Gear 4. So, das sind jetzt so, ja, wo ich sage, okay, alles gut. So, The Elder Scrolls Online Steelbook. Hier brauchen wir Platz. So, jetzt haben wir noch jede Menge PlayStation 1 Spiele. Und zwar Grandia, Dschungelbuch, Dancing Stage, Worms Armageddon, jetzt wird's besser, Resident Evil 1, Resident Evil Director's Cut, das ist was Schönes, Silent Bomber, Star Ocean. Oh, da fehlt aber hier. Ja, das hintere Cover fehlt leider. So, Disney Mix haben wir hier. Dann haben wir Yu-Gi-Oh! Yale Concon, Worms World Party, Beat Mania, was hier alles in dem Karton drin ist. Das ist Blaze Blue für die 360. Dann ist hier ein 1018 Modul drin von N64. Nochmal ein Blaze Blue zu. Das ist WWE 2K19. Für die One. Das brauchen wir nicht erwähnen. Battlefield 3 Steelbook, Leute. Hier, da fehlt, das ist, da fehlt leider das Spiel, aber sonst komplett. Da müsste ich mir mal das Spiel besorgen. Wave Race. So, das Viva Pinata und Forza 2. Naruto Storm. So, und das ist auch nur noch so ein Leerschuber. Haben wir es geschafft? Oh Gott, das will, wie viel Zeug da drin war. Das glaubt man gar nicht, gell? Nee, echt nicht. War doch schon einiges, auf jeden Fall. Genau, da war einiges. Und zwar da haben wir uns geeinigt, was schätzt ihr? Also der Deal war 500 Euro. Also er hat sich 500 Euro vorgestellt. Finde ich, war fair. Also sind ein paar schöne Stücke auf jeden Fall dabei. Aber du wusstest ja gar nicht, dass er was zuschickt, weil er hatte schon mal zuvor was zugesendet gehabt und meinte dann, ich schicke nochmal was zu, es hat letztes Mal so gut geklappt, aber ich würde diesmal keine Fotos schicken. Wir sollen das einfach so öffnen und uns überraschen lassen. Aber Überraschung ist auf jeden Fall gelungen. Ja, sind auf jeden Fall super schöne Sachen dabei. Ich soll bloß nichts fallen lassen. Vor allen Dingen wisst ihr, was das der Witz ist? Es ist ja nicht ein Teil, zwei Teil, drei Teil, es ist ein ganzer Karton, ja? Und damit kann man gut arbeiten. Das ist halt das Geile dran. So, jetzt müssen wir das natürlich verräumen. Ah, das können wir ja. Das kann man ja ziehen lassen, gell? Ja, Vivian, so, jetzt bist du in Action. Jetzt bin ich in Action. Ich weiß ja gar nicht, was da noch so alles. Ja, ich ja auch nicht. Das Kleine hier. Ich mache mir ein kleines Paket auf. Große Frau, kleines Paket, ne? Ja, da sind ja noch zwei große, das kann man auch nochmal machen. Oder muss man ja eh machen. Also drei haben wir noch, drei. Und mit dem Kleinen sind es vier. Ach so, ups. Ja. Da bin ich mal gespannt. Aber ich mach das trotzdem ein bisschen weg, weil, ja, einfach, dass wir ein bisschen Platz haben. Okay, wer ist das? Das war unser lieber Foxhound. Genau. Das soll man ja verrechnen mit seiner Auktionsware. Dann gucken wir mal, was er da geschickt hat. Ich glaube, ihr habt telefoniert, ich weiß es gar nicht. Ja, wir haben telefoniert. Oh, Süßigkeiten, immer gut. Oh, Dankeschön, dass ihr immer so lieb zu meiner Figur seid. Da gibt es welche Leute im Stream, die sagen, Kraschere 2023 Übergewicht haben. Packen wir erstmal alles aus. Da müssen wir ein bisschen Gas geben. Das ist dann, ach so, die NES Mini war ja noch. Okay. So. Jetzt gucken wir mal. Hier, mein Assistent darf die PS1-Spiele präsentieren und deshalb passt es aus. Okay, hier ist der Assistent, genau. Ich bin ein Praktikant, Leute. Also hier steht 110 Euro, genau. 110 Euro haben wir uns geeinigt. Dafür kauft er bei der, oder hat schon bei der Auktion was gekauft. Das sollen wir verrechnen. So, also das war der NES Mini. Schöner Zustand, ist gebraucht, ist nicht zielt, aber ist egal.
Dann der Controller, hat er gemeint, der ist neu, der ist nicht gebraucht, der wurde nicht benutzt. Also NES-Controller Mini sind mittlerweile auch gefragt. Dann für die Wii U ist hier so ein Controller-Adapter für vier GameCube-Spiele, gerade für Super Smash. Ich glaube, das ist der Originale von Nintendo, jawohl. Süßigkeiten. So, Vivi checkt kurz die Einzelspiele. So, Biene Maya, Inspector Gadget und Mapplets für den Game Boy Color war noch dabei. Ja. So, Little Big Planet für die PS3. Also bei den drei PS1-Spielen fehlt leider die Anleitung. Box Champion, Eagle One und Legacy of Kane. Da fehlt leider die Anleitung, aber... Ich sag mal, ist okay für den Preis. Die Zustände sind jetzt nicht top bei denen. Hier ist König der Löwen. Hier haben wir Hot Wheels zum Beispiel. Alien Trilogie, ja. Legacy of Kane für die PlayStation 1. War Games. Und natürlich Power Soccer, eins der seltensten Spiele auf der PlayStation 1. Ja, die sind nicht so toll. Aber ich sag mal, für uns ist das okay. Wir machen da neue Höhlen. Da wird sich schon jemand dafür finden, oder? So. Und die Süßigkeit natürlich. Die behalte ich. Die sind pink. Ja, besser du als ich. Ich esse sowieso schon viel zu viel Schokolade. Naja. So, jetzt, was haben wir denn da oben, oben ab? Ich weiß nicht, was hier drin ist. Ich weiß es auch nicht mehr. Boah, das ist ja brutal schwer. Manchmal vergisst man das auch mittlerweile, gell? Was? Ja. Wenn man, also wir sammeln die auch ab und zu, dass wir dann ein langes Unboxing-Video machen können. Und dann stehen die halt mal so eine Woche im Laden. Ne? Ja, aber die standen jetzt keine Woche im Laden. Also die standen jetzt zwei Tage. Gestern sind die meisten gekommen. Gestern waren die meisten. Ja. Genau, also im Prinzip diese Woche sind die gekommen. Das waren jetzt drei Tage. So. Uff. Davon weiß ich gar nichts. Doch, ich habe das geklärt mit dem. Das ist ein Sammler. Stimmt. Da war dieses Dantes Inferno Lösungsbuch dabei. Genau. Da rein. Ja, Alien 3 für ein Super Nintendo. Naja. Game Boy Kirby's Dream Land, auch mit Anleitung, Inlay und Modul mit dabei. Zustand in Ordnung. Ash of Gods für die Switch. Und hier nochmal Slide. Da, ich weiß nicht, ist das von Bibi? Dune 2000. Und was haben wir hier schon wieder? Alien Trilogie für die Einser. Oh Mann, was sind da für Kusch? Also jede Menge DVDs, das war klar, aber das haben wir ja einfach halt noch mit dazu genommen, bevor man es jetzt irgendwie entsorgt oder wegschmeißt. DVDs verkaufen ja in unseren Livestreams immer für 1 €. So, dann haben wir noch einen Aladdin und einen Kirby. Super Nintendo, Aladdin, Kirby für den Game Boy. Ja, das sind so Kleinigkeiten hier. Gold Edition, PC-Spiel mit Add-on. Das ist auch nochmal Switch-Spiel. Thea, The Awakening. Das ist ein US-Import, sehe ich gerade. Ja, bin ich mal gespannt, was da noch. Eine Anleitung für Super Nintendo Aladdin, kann man auch für ein Komplett machen. Mein Wortschatz Coach, ja, das wäre für mich mal was. Das sollte ich mal spielen, könnte ich mal lernen. Könntest du streamen? Boah, Hilfe, was ist denn da alles drin? Madagaskar, Tamagotchi, Gehirnjogging, Pony ist was für ein Rennschorsch. Also das ist jetzt Der arme Schorschi, also PS4-Spiele haben wir hier noch. Kenne ich auch nicht. Komischer Titel. Horizon. Nie Automata. So, dann haben wir hier noch ein paar Blu-rays. Was ist das? Wrecking Crew. PlayStation 1. Also heute haben wir echt alles durcheinander. Oh, zwei Wii U-Spiele. Donkey Kong und Pikmin 3. Das ist ja mal was Tolles hier. Also DVD ist hier die ganze Kiste voll. Da ist noch was. Okay, die kannst du rauszischen. Ach, da sind noch PS2-Spiele. Oh, Command Conquer. Schon wieder ein Horizon, aber diesmal original verpackt. Command Conquer für die Dreier. Ui. Watch Dogs Legion für die Fünfer Sealed. Ja, hier. Okay, Xbox One. Jurassic World haben wir noch dabei. Dann PS4 Mortal Kombat 11.
dann lauter DVDs hier noch. Ja, Gremlins zum Beispiel, da weiß ich, dass das gesucht ist. Gremlins 2 zum Beispiel. Aber da führe ich jetzt nicht jeden Mortal Kombat. Ja, DVDs ist. Die brauchen wir jetzt nicht alle einzeln vom Titel nennen. Es sind ein paar DVDs auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir hier noch jede Menge Spiele. Und zwar Hitman für die PS2. Hitman Blood Money für die PlayStation 2. Sumona PlayStation 2. Fußballmanager 2004 darf ja nicht fehlen. Sniper Elite, Leute, Sniper Elite. So, was haben wir denn hier noch? Prince of Persia. Prince of Persia, erster Teil. Ne, das ist der zweite Teil. Das war der erste Teil, Prince of Persia. Zone of the Enders, erster Teil. Armored Core. Deus Ex. Gorilla Strike, der darf ja nicht fehlen. Und dann noch auch doppelt, ne? Hui. Der weiß schon warum. So. Battle over the Pacific. Was haben wir da? Shadow Tactics für die One. Doom 3, ein schöner Titel für die 3er. Resident Evil für die 4er. Ja, dann, wie gesagt, haben wir noch zwei Blu-rays. Der Rest sind lauter Filme, auch so Box hier, Bruce Lee Collector's Box. So eine Collection, die können wir auch auktionieren. Rambo, also hier, alles Mögliche. Wie gesagt, hier so ein paar King of Queens Boxen, ein paar. Also die DVDs, Rambo zum Beispiel, Trilogie ist hier auch noch dabei. Genau, Transporter, die Filme, die Insel. Junge. Da habt ihr euch auf den Preis geeinigt, da weiß ich nichts von. 250 Euro. Aber damit kann man leben. So, dann wird es uns nicht langweilig die nächsten Tage in den Streams. So. Aber wir wissen gar nicht mehr wohin damit, das ist das Problem. Jetzt haben wir noch zwei Pakete, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft, genau wie wir. So. So. Ja, das kann man ein bisschen stehen lassen, das stört nicht. Ich habe da jetzt wahrscheinlich erstmal 2 Stunden danach Arbeit zum Aufräumen, sehe ich schon. So, was ist das jetzt schon wieder? Adresse müssen wir kurz runternehmen, so, genau. So. Das war Johannes, gell? Und Tatjana, genau. Genau. Johannes und Tatjana kennt ihr auch vom Livestream. So, die haben uns irgendwas zugeschickt, wurde nicht abgesprochen. Oh, Schokolade! Schokolade! So, so ist es verpackt. Er hat gemeint, super Ware. So, dann schauen wir mal. Also, holen wir mal den ganzen Krug hier raus. Ja, die Kabel brauchen wir hier nicht haben. Oh. Also die allererste Xbox. Wurde noch nicht geöffnet, vom Zustand her sieht sie gut aus. So, dann haben wir hier irgendwelche Mario-Figuren. Was gab's denn? Keine Ahnung. Müssen wir halt uns jetzt mal hier durcharbeiten. Für den Gameboy die Schlümpfe. Aber das dürfen wir jetzt nicht durcheinander bringen, weil das muss wieder zusammen in einen Karton, weil da müssen wir noch ausmachen. Genau, da müssen wir noch ausrechnen. Das wird ja lustig. So, haben wir alles draußen. Dann machen wir es nachher. Hätten wir das kurz aus. So. So, dann sortieren wir mal. PS4. Ach so, ja. Die Stargate-Staffeln. Ich weiß gar nicht, welche Season. 2 Boxen sind dabei für die DVD. Dann Independence Day für den DVD. Dann haben wir einmal für die PS4 Assassin's Creed, Final Fantasy und das Tomb Raider. Das war mit dabei. Er packt es auch immer schön in Folie. Dann haben wir für die PS2 einmal Jack and Dexter. Haben wir auch schon sehr lange nicht mehr. Ja, sehr schöne Ware. Dann für den GameCube Harry Potter. Und dann haben wir hier ein Super Mario Spiel. Ja, ein Brettspiel von Mario. Was haben wir denn noch so? Oh, das muss ich alles wieder in einen Karton, das darf man nicht durcheinander bringen. Dann haben wir für die Switch Mario Odyssey.
Jack X für die PS2. Dann haben wir lauter Ratchet & Clank-Teile für die PS3, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, das ist sogar komplett. Also wie gesagt, einmal alle Ratchet & Clank für die PS3. Dann haben wir noch für die PS1 Tomb Raider 3 und einmal Need for Speed Carbon und GTA San Andreas für die PS3. Und dann haben wir noch eine DVD. Ach, das ist Shield, hat er dazu geschrieben. Ah, es ist sogar Shield, ja? Ja, aber ja. Es ist die Lighter Grade, das ist die englische Version, genau. Okay. Aber sonst alles eigentlich guter Zustand. Ja gut, das ist halt in Folie, ne? Oh, auch schön. Auf jeden Fall, Johannes. Genau, und dann haben wir hier nochmal einen Gamecube-Controller. Ja, ein Gamecube-Controller und ein PS2-Controller. Der sieht auch noch ganz gut aus. Raschelt auch nicht. Das mit Verlängerungskabel. Die Xbox, wie gesagt, die Xbox sieht echt toll aus, guter Zustand. Mittlerweile ist es schade, dass es die Umverpackungen nicht mehr von den Geräten gibt. Die werden ja immer seltener, gerade bei Xbox, finde ich. So, und dann haben wir das durch, die Schokolade, jetzt tun wir mal in den Beutelchen noch. Und dann haben wir noch ein Paket, dann sind wir ja durch. Jetzt haben wir ja schon, glaube ich, gute halbe Stunde, über eine halbe Stunde. Lauter kleine Figürchen. Oh, ein Hasi. Ja, Iron Man, Helm. Pikachu, Mario, Luigi. Ja, viele kleine Figürchen. Der passt mir leider nicht. Aber sonst hätte ich ihn aufgezogen. Also wie gesagt, da haben wir keine Preisverstellung. Da waren wir selber überrascht. Der hat uns da einfach überrascht. Also wir sollen auch wieder mit der Auktionsware dann verrechnen. Aber das kriegen wir ja schon hin. Boah! Was ist das? Das ist das Letzte, ne? Das ist das Letzte. Was ist denn da drin? Ach, es sind immer so Überraschungen, was die Leute einem so zusenden, ne? Ah. Mhm, das war... Okay, eine ganz andere Geschichte. Der Herr guckt uns schon ewig zu und er feiert uns. Seit über einem Jahr guckt er uns schon an. Er möchte auch, dass wir den Brief nicht vorlesen. Das haben wir gestern, hat er uns das geschrieben. Da ist noch ein Brief dabei. Da hat er so persönliche Sachen geschrieben über uns und wie er das feiert etc. Und er hat gemeint, und dann hat er auf den Zettel geschrieben, Donate 0000 Euro. Also vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Da draußen für dein Supporter-Paket. Einmal war das Marvel. Das ist so ein Zeichenbuch. Sieht auf jeden Fall schick aus. Können wir da hinstellen. Und jetzt das, Leute, hat er uns alles donated. Ja? Hier, ein GTA für die PS3. Ein FIFA 20. Okay, gut. Geschenken, Gaul, guckt mal nicht ins Maul, wie man da so schön sagt. Ein Haufen DVD-Filme, also Star Wars-Filme, so. Aber der Rest ist vieles Games. Hier, sexy, brutale, was ist das denn? Habe ich auch noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen, Leute. PlayStation 4. Oder hier, Get Even. Oder Chat Even, Get Even. Get. Second Sun, PlayStation 4. Also wie gesagt, das ist ein Donate. Ne? Da Respekt an die Community. Toy Story für den Game Boy. Dann haben wir Mickey Mouse 2. Für den Gameboy, so Jumanji, Blu-ray, hier Kingsman, ja, das sind alles Blu-rays, Hobbit und so. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir an Games noch? Batman, Life is Strange, PlayStation 4, Need for Speed, Tony Hawk 5, Assassin's Creed, Just Cause 3, This War of Mine, ja, Batman, Return to Arkham, Nightmares. Also guter Stuff dabei. Also, vielen lieben Dank. Also das ist ganz normaler Stuff, den kann jeder gebrauchen. Gran Turismo, GTA 5 für die Vierer läuft sehr gut übrigens bei uns im Laden. Killzone 2. Also das GTA 5 wird glaube ich nie sterben. Gut hier, Destiny, okay. Uncharted für die PlayStation 4, geil. Dragon Ball. Dann haben wir hier nochmal Horizon Zero Dawn. Also das haben wir heute ja massig. Nee. Knack ist mittlerweile auch gesucht, gell? Mhm. Heavy Rain. Dead Synchronicity, was ist das denn?
Es gibt so mit Soundtracks, gibt so spezielle Spiele, sagt mir überhaupt nichts, aber die Auktion heute Abend ist Auktion auf Twitch, aber da ist das Video dann eh schon ein paar Tage später, wird es wahrscheinlich eskalieren. Also donnerstags immer Live-Auktion auf Twitch, Game Center VS. So, MW2 PS3, Resistance 2 PS3, The Last of Us, Tekken 6, NBA 2K12, Gran Turismo 5. So, dann haben wir noch einen Smackdown und einen WDFL Manager für die 2er. Meshed für die PS2. Life is Strange 2 für die PS4. Civilization Ultimate Edition, das sind alle Civilization Teile auf PC. Band of Brothers, ich glaube, das ist der Film, gell? Ja. The Collectors. Dann, das hört ja gar nicht mehr auf. Das sind nochmal ein paar 24. Das ist eine Serie. Eine Serie, genau. Dann haben wir nochmal 4 Boxen davon. Dann haben wir hier PC Kommandos. Ein Dragon Ball Z Budokai PlayStation 2, halt nur in der Hülle. Und das James Bond 007 für die 2er. So, nochmal zum Verständnis. Das hier war ein Donate, ja, für uns, er hat geschrieben für die Auktion, weil er möchte uns unterstützen. Er ist immer im Lurk, er ist also eher so ein stiller Zuschauer. Also vielen, vielen Dank an der Stelle, oder? Ja, vielen, vielen lieben Dank. Wir kriegen Schokolade, wir kriegen Donates, wir kriegen Ware zugeschickt, also mir fehlen die Worte. Ihr seid echt geil da draußen, Leute, ihr seid echt, echt geil. Ich fand jetzt, es war richtig toll, also hey. Ja. 20 Jahre PlayStation. Das ist schon ein Highlight, ja. Ist einfach. Die silberne PlayStation, dann die ganzen PS3-Games, PS1, das eine fette Paket. Geiler Stuff, ja. Also, wenn man so mal zusammen sieht, NES, ja. Ja. Mit Originalcontroller, Bioshock, Gameboy, also man kann wirklich nicht meckern, Xbox. Eigentlich ja. Alles querbeet, gell? Eigentlich querbeet, also eigentlich das, was die Leute immer suchen, ne? Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, wir sind ja überall vertreten, so Media, Social Media. Livestreaming machen wir sogar ab und zu jetzt mal auf Insta. Da könnte ich jetzt auch gerade mal so ein bisschen die Cam anmachen, weil das wäre vielleicht interessant. Genau. Und genau, die Live-Auktion auf TikTok sind wir jetzt mittlerweile auch. Game Center VS läuft sehr, sehr gut. Auf Facebook. Und Facebook, genau. Twitter haben wir. Also überall ein bisschen vertreten. Jetzt kommen die Leute natürlich auch überall auf uns zu. Es wird gerade ein bisschen viel. Also, falls ihr was uns verkaufen wollt, meldet euch per WhatsApp, schickt uns Bilder, wir gucken uns zu. Aber da müsst ihr jetzt Geduld haben. Es ist mittlerweile extrem, wie viele Angebote wir kriegen. Mhm, das also hört nicht mehr. Wir schaffen es nicht. Wir haben momentan 2 Krankheitsfälle. Wir zwei sind so jetzt noch da. Die Mutter ist so ein bisschen, ja, mal da zum Hallo sagen. Mehr ja auch nicht. Aber wie gesagt, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächsten Folgen kommen wieder. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, oder? Da bedanken wir uns natürlich an euch da draußen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bleibt gesund und wir sehen uns. Passt auf euch auf. Genau, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vivian, jetzt.